28. Mai. Der Bundespräsident enthebt die Regierung ihres Amtes, nachdem sie zuvor vom Nationalrat per Misstrauensantrag entmachtet wurde. Ein bis dahin in der Zweiten Republik einmaliger Vorgang. Das ist exakt ein Jahr her. Und unter anderen Umständen würden wir heute Abend sicher ausgiebig zurückblicken und analysieren, was von der sogenannten Ibiza-Affäre geblieben ist. In Zeiten von Corona allerdings ist alles anders. Und Ibiza ist nur ein Kapitel von vielen, fast schon eine Randnotiz angesichts der dramatischen Begleitumstände der Pandemie. Lassen Sie uns also eine Zwischenbilanz ziehen, in der Ibiza unter Sonstiges seine Berücksichtigung finden wird. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich begrüße heute Abend meine Gäste. Bei mir ist Martina Salomon, die Chefredakteurin der Tageszeitung Kurier. Guten Abend. Herzlich willkommen an Rainer Novak, den Chefredakteur der Tageszeitung Die Presse. Guten Abend. Ich begrüße Hubert Patterer, den Chefredakteur der Kleinen Zeitung. Guten Abend. Bei uns ist Petra Stuiber, sie ist stellvertretende Chefredakteurin der Tageszeitung Der Standard. Abend. Und ich begrüße den stellvertretenden Chefredakteur der Kronenzeitung, Georg Weiland. Herzlich willkommen. Guten Abend. An Sie alle, schön, dass wir uns nach langer Zeit wieder persönlich hier sehen. Es war eine lange Zeit ohne persönliche Kontakte, auch auf dieser Ebene. Viele Leute sind jetzt sicher froh, dass sie auch so wieder zusammen sein können. Geht das Ihnen allen schnell genug? Schnell genug, ich weiß es nicht. Mir sind viele Dinge, glaube ich, wie uns allen abgegangen und die Lockerungsübung kann nicht schnell genug gehen. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist Vorsicht durchaus angebracht, nicht alles über sofort und auf der Stelle aufzumachen und hochzufahren. Warum? Weil sonst könnte das Szenario eintreten, dass das alles umsonst war, dass wir diese ganzen Anstrengungen eigentlich umsonst getan haben, dass es bei der zweiten harten Welle möglicherweise wieder ähnliche Szenarien oder ähnliche Beschränkungen geben muss. Und ich glaube, mittlerweile hat jeder verstanden, dass das, was wir da getan haben und was passiert ist, nicht einfach eins zu eins wiederholen werden können. Das ist völlig undenkbar. Und somit, glaube ich, ist jetzt Vorsicht nicht so schlecht. Und ein bisschen Geduld, auch wenn es zumindest mir sehr schwer fällt. Aber die Stimmen gibt es schon in Deutschland noch viel lauter, aber bei uns auch unüberhörbar. Die sagen, es reicht, Schluss mit der ganzen Beschränkerei. Werden die immer deutlicher gehört, diese Stimmen? Das glaube ich schon. Auch zwischen uns sind ja jetzt 1,5 Baby-Elefanten, würde ich sagen. Wobei es angenehm ist, dass man auch wieder wirklich in real Leute treffen kann. Ich glaube schon, Österreich war ja relativ erfolgreich. Das ist ein großes Plus und quasi gleichzeitig auch für die Leute, die immer skeptisch waren, das Negative, weil die meinen, da war alles übertrieben. Ich fürchte, wir wissen das erst im Nachhinein, ob die Maßnahmen, und es waren sicher Maßnahmen übertrieben, wie die Bundesgärten zu schließen. Ich glaube, es ist auch jetzt übertrieben, die Maskenpflicht in vielerlei Hinsicht. Da werden ja auch, das wird auch ein bisschen weniger werden, weil ich glaube auch, das schränkt die Konsum Lust extrem ein. Das wird jetzt demnächst, würde ich sagen, schleichend fallen. Aber natürlich, wir können uns nicht mehr leisten, wie der Rainer Novak gesagt hat, die Wirtschaft noch einmal einen Lockdown hält, die Wirtschaft nicht aus ist. Ist das jetzt schon schlimm genug? Darum werden wir uns darauf einstellen müssen, dass die Normalität nicht so schnell zurückkehrt. Und ich nehme an, dass wir demnächst dann so vielleicht regionale kleine Quarantänen haben. Also so richtig, juhu, wir sitzen jetzt alle und geben uns die Hand und puzzeln uns ab. Das wird noch lange nicht sein. Apropos regionale kleine Quarantänen, Hubert Patterer, Chefredakteur der Kleinen Zeitung Steiermark und Kärnten. In Kärnten, aus Kärnten soll morgen der Vorschlag kommen des Kärntner Landeshauptmannes zur möglicherweise Regionalisierung vereinzelter Maßnahmen. Was ist da zu erwarten und ist das vernünftig? Kann man das machen in einem Land, das so klein ist? Ja, das ist das gewichtigste Argument dagegen, dass man so ein kleines Land nicht logistisch nicht niederparzellieren kann noch einmal. Kärnten hat das Glück gehabt, obwohl es direkter Anrainer ist von Italien, gut davon gekommen zu sein und fast keine Infektionen mehr zu haben. Ich glaube, man muss sagen, dass Peter Kaiser ja schon vor Wochen diese Forderung erhoben hat, sehr früh erhoben hat. Ich glaube, dass jetzt tatsächlich die Zeit gekommen ist, wo man über diese regionalen Besonderheiten durchaus auch über das regionale Management reden wird können. Ja nicht, es gibt es ja auch in anderen Bereichen, beim Jugendschutz zum Beispiel, da können wir uns schon regionale Unterschiede... Ja, aber die Frage ist, dort ist Österreich nicht zu klein und bei dem ist schon zu klein. Wobei ich gerade das als angenehm empfunden habe, wenn ich die Situation mit Deutschland vergleiche, wo die wirklich wochenlang gestritten haben untereinander, dass dieser föderale
Geist doch in den letzten Wochen und Monaten etwas in den Hintergrund getreten ist, zugunsten auch der Geschlossenheit. Dafür ist nun wirklich das Land zu klein gewesen. Und das war angenehm, war gut. Reicht's Ihnen schon, Petra Stöber? Mir reicht's schon lange. Aber das ist natürlich, ich sag's immer wieder, es ist natürlich meine persönliche Befindlichkeit und sozusagen, was man halt im Alltag so erlebt mit Homeoffice und Homeschooling. Aber ich bin da bei all meinen Vorrednern, man muss natürlich vorsichtig sein. Und es wäre ja einfach, wenn alle Experten einig wären. Aber das ist ja nicht der Fall. Ja? Also die einen sagen zum Beispiel Thema Kinder, da könnte man ruhig jetzt Lockerungen machen und könnte die Maskenpflicht fallen lassen und alles Mögliche. Und andere sagen wiederum, na, so einfach ist es nicht. Ja? Natürlich gibt es Widersprüche. Also man darf zwar nebeneinander im Gasthaus sitzen, aber die Kinder müssen irgendwie sehr aufpassen und dürfen nicht am Gang spielen, in der Schule und so weiter. Ja? Also ich möchte es nicht entscheiden müssen, diese Lockerungen vorzunehmen. Das ist ganz schön schwierig. Was ich halt schon glaube, ist, dass wir jetzt auch ein bisschen über die eigenen Grenzen schauen müssen, weil natürlich ist Tirol da irgendwie auch bei diesen regionalen Lockerungsforderungen dabei, weil wenn die Deutschen durchfahren dürfen durch Österreich, um in Italien Urlaub zu machen, aber die Tiroler dürfen es nicht machen, obwohl sie womöglich verwandtschaftliche Kontakte in Südtirol haben, wird es ein bisschen schwierig. Mhm. Jörg Weiland? Ich empfinde es angenehm, wenn die Lockerungen jetzt schrittweise kommen. Fairerweise muss man sagen, dass die Regierung den Shutdown knallhart durchgezogen hat. Tolle Bevölkerung, das stimmt alles. Auf der anderen Seite, so gut sie es niedergehalten haben, beim Öffnen passieren mehr Fehler oder unlogische Vorkommnisse, beispielsweise, dass man auf der einen Seite Gartencenter und Baumärkte aufgemacht hat, Möbelhäuser, große, wo man sich verliert, durften nicht aufsperren. Und manches versteht dann die Bevölkerung nicht. Und was schon immer noch spürbar ist, ist dieser psychologische negative Druck, der da ist. Wenn man durch die Innenstadt in Wien geht, hat man nicht das Gefühl, dass es ein prachtvoller Mai ist, zumindest nicht an jedem Tag, sondern es sind weniger Leute in Gegenden, wo normalerweise Trauben von jungen Leuten sich vergnügen, auch beispielsweise am Spittelberg oder war tote Hose. Ein Wirt, mit dem ich gesprochen habe, der hatte an einem Tag zwei Essen zu verkaufen, wo normalerweise man kaum einen Platz bekommt. Also da steckt noch viel drinnen. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht verdaut. Und wir müssen uns ständig an neue Regeln und neue Vorschriften müssen wir lernen. Wie groß muss der Abstand sein? Wo ist die Maske aufzusetzen? Wo ist sie wieder abzunehmen? Wie viele Leute müssen die verwandt sein? Und. Also das haben wir noch nicht ganz verdaut. Aber ich finde es verantwortungsvoll, das mit Bedacht zu machen. Es wäre schade, das zu riskieren. Aber wie viel Verständnis ist von der Bevölkerung denn noch erwarten, wenn wir dann Bilder wie aus dem kleinen Walsertal sehen, wo der Bundeskanzler ganz offensichtlich zu seinem Vorarlberger Landeshauptmann keinen Sicherheitsabstand einhält und dann hören wir vom Bundespräsidenten die Sperrstundengeschichte? Ist ein Klassiker, ich habe mir das mehrfach angeschaut im Fernsehen, weil der Vorwurf ja sofort da war, schaut er an, der Kanzler, und was macht er? Und da sind die Menschen drauf. Ich habe ihn selbst erlebt bei Großereignissen, wo Schülergruppen, Tausende da waren, wo der Bundeskanzler einen Vortrag gehalten hat. Der war nicht in der Situation, im Foyer nicht schützbar, weil die alle wie beim Popstar hinter ihm her waren und ich will ein Autogramm, ein Selfie und. Dort ist es Teil, glaube ich, naiv gewesen von ihm, war Fehler, überhaupt keine Frage, aber auch von seinen Beratern, das ist absehbar gewesen. Das kleine Walsertal war benachteiligt lange von den Besuchen, endlich kommt er live und es hat sich ja wie auf Lauffeuer herumgesprochen und dann war es ein Fehler, das ist überhaupt keine Frage. Er hat es zwar gesagt, bitte Abstand halten, aber das war hinfällig. Wir hätten Strafe bezahlt. Das ist uns ja niemand gekommen. Für Nein, dieser Ausflug ist ihm völlig missglückt auch. Und das Umfeld, nicht, der hatte einen riesigen PR-Stab auch. Da hätte man wissen müssen, dass man den Kanzler in so einer Situation diesen Bildern nicht aussetzen kann. Eine Meisterschaft entwickelt hat im Umgang mit Bildern und
hat hier natürlich Bilder geliefert, die in ihrer Sogwirkung und Symbolik natürlich verheerend waren. Und man kann nicht zeitgleich, wo Familien, ganze Familien offenbar so zerstritten sind, dass sie nach der Entscheidung, wer zu einem Begräbnis darf und wer nicht darf, die tagelang, wochenlang nicht mehr reden, zeitgleich dann seine Roadshow beginnen. Das geht nicht, und ich habe es auch nicht besonders souverän empfunden, dass er nicht sagt, ja, das ist ihm passiert. Aber er hat offensichtlich, das konnten wir in der kleinen Zeitung dann lesen, sich bitter über die kritische Berichterstattung beschwert. Er hat sich weniger beschwert, er hat vielmehr zum Ausdruck gebracht, dass ihm bewusst geworden ist, dass da was passiert ist, dass er versucht hat, die Bilder zurechtzurücken. Und wir haben selber einen kleinen Fehler begangen. Wir haben geschrieben, er habe das Mikrofon ergriffen oben vor diesem Gebäude. Das hat nicht gestimmt, das waren die Mikros der Fernsehstationen. Aber dennoch hat natürlich das ganze Setting gewirkt wie eine Inszenierung. Und er hätte sich dem nicht aussetzen dürfen, dass... Das ist ihm passiert. Man muss es auch nicht jetzt größer machen, als es ist. Aber eine Regierung, die so sehr auf Pädagogik setzt, bis hin ins Gouvernantenhafte, wie es viele empfunden haben. 23 Uhr müssen wir alle heimgehen. Brave Bürger heimgehen, schlafen um Mitternacht. Kann nicht die eigene Pädagogik so fahrlässig zertrümmern. Das hätte nicht passieren dürfen. Und es ist, wenn man so möchte, auch ein Problem der österreichischen Volksnähe. Also ein Bundeskanzler, der stolz darauf ist, immer ohne große Polizeidelegation zu reisen, das war halt da ein Fehler. Ich glaube nicht, dass das Herrn Macron oder einem anderen oder Frau Merkel passiert wäre, weil da gibt es 10 Mitarbeiter, also 10 Securities, 10 Cobra-Leute, die abschirmen, und dann passiert sowas gar nicht. Kurz reist ohne die, das ist sonst Volksnähe, und wir finden es positiv. In dem Fall war es klar negativ. Und bei Van der Bellen ist das ähnlich. Also welches Land, wie viele Länder der Welt gibt es, in der die Bevölkerung stolz wäre oder froh wäre, dass der Bundespräsident an einem lauen Sommerabend mitten in der Stadt in der Fußgängerzone um 12:30 sitzt und irgendwie der Polizist erkennt ihn kaum. Also was für eine unglaubliche Republik sind wir, dass sowas möglich ist und passiert. Nur halt jetzt gerade ist es das wirklich blödeste Signal zu setzen. Und die Elfo-Geschichte verstehe ich bis zu einem gewissen Grad. Dieses Land ist natürlich Kitzloch geschädigt. Wenn Betrunkene schreien, krölen, die lauter Musik das Virus als Hauptüberträger des Virus sind, also ist es fast Pflicht in dem Land, dass man das irgendwie in Zukunft anders organisiert. Aber ich glaube, Après-Ski gibt es zurzeit nicht mehr. Also ich glaube, das ist eine typische österreichische Regel für Österreicher. Durchaus möglich, dass die in anderen Ländern so gar nicht notwendig ist. Aber es ist schon auch das gleiche Land, in dem wochenlang Leute gestraft worden sind, weil sie auf Parkbänken gesessen sind zusammen, ja, oder weil sie andere Menschen besucht haben. Und es stellt sich im Nachhinein heraus, für diese Strafen gab es eigentlich gar keine Rechtsgrundlage. Nein, das war auch komplett übertrieben. Also was das Schlimme war in dieser Zeit, dass wir auch so eine Vernaderungsgesellschaft geworden sind. Also ich kenne auch einen Buchhändler, wo die Leute vorbei... Also da war kein Kunde im Geschäft, der hat die Maske abgelegt und hat ihn wieder angezeigt. Also wo man schon da, in welcher Gesellschaft leben wir, wo dann solche Dinge plötzlich passieren. Und ich glaube auch, dass die Polizei da zum Teil auch übers Ziel geschossen hat. Also ich würde sagen, viele dieser Strafen werden jetzt auch nicht wirklich kassiert. Da müssen wir extrem selbstkritisch sein, ja, wir Journalisten, weil wir das wahrscheinlich nicht genau genug recherchiert und gelesen haben. In Wahrheit war das nicht eine Einschränkung. Der Grundrechte, die da passiert ist, auch schon zum Teil, aber in dem ganz konkreten Punkt der Verordnung, wer darf wo, bei wem zu Hause was machen, mit wem sein. In dem Fall war es ja fast, muss man sagen, eine Art Regierungsbluff, den wir alle nicht aufgedeckt haben. Es war ein Bluff. Also es war keine rechtliche Grundlage da, zu regeln, dass du nicht zu Hause mit 4 Familienangehörigen, 5 Familienangehörigen, die nicht in einem Haushalt leben, die du zu dir einlädst, auch Freunde, wäre möglich gewesen. Es war nur eine Empfehlung. Aber wir haben diesen Bluff leider Gottes transportiert und mitgemacht, und niemand hat genau hinterfragt. Naja, wir haben dann 2-3 Tage vorher das dann geschrieben. Aber es war zu spät. In allen Medien mehr oder weniger vervielfältigt worden. Und das muss man wirklich selbstkritisch sagen. Aber das mit der Sperrstunde vom Bundespräsidenten, ich finde das irgendwie trotz aller berechtigten Kritik, er hat eine Vorbildwirkung, einen charmanten Vorfall, den man, wenn ein Land keine anderen Probleme hat, also bei uns ist es im Internet irrsinnig gelaufen, das hat die Leute wahnsinnig interessiert, verstehe ich auch, der Bundespräsident, und der sitzt noch und das Lokal ist zu und der trinkt noch was, aber das wird sich bald aufgehört haben, weil die Sperrstunde ja jetzt
verlängert wird in Bälde. Und da wird der Herr Bundespräsident dann etwas länger verweilen dürfen, ohne dass ein Polizist zu ihm kommt. Und wir anderen alle auch, ohne dass wir gestraft werden. Was sich zur gleichen Zeit abspielt, und zwar seit Wochen, ist jedenfalls ein verbaler Schlagabtausch zwischen vor allem ÖVP-Regierungsmitgliedern und der roten Stadtregierung in Wien. Hier ein kurzer Eindruck davon. Gemäß dem Vorsichtsprinzip, nachdem die Bundesregierung jetzt immer gehandelt hat, um die Krise zu überwinden, auch eine Mahnung aussprechen möchte. Eine Mahnung an die Stadt Wien, hier die Kooperation mit dem Einsatzstab zu verbessern. Das ist erstens lächerlich und zweitens falsch. Wir haben jeden Tag Mitarbeiter im Krisenstab des Innenministeriums. Es sitzt ein Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums im Krisenstab des Innenministeriums. Und wenn der Innenminister gesundheitsbezogene Fragen hat, dann schlage ich vor, er berät sich zunächst einmal mit seinem Fachkollegen, dem Gesundheitsminister. Das ist ein Thema, das im Übrigen keine Causa Wien ist, sondern wo Wien und Niederösterreich betroffen sind, auch hervorragend zusammenarbeiten. Ich glaube, dass in den Gesundheitsbehörden beider Länder die richtigen Schritte gesetzt wurden. Das heißt, es muss auch im Interesse der Stadt Wien sein, dass ihre Wahl stattfinden kann, dass wir die Infektionszahlen niederhalten, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass eine zweite Welle, selbst wenn sie auftritt, kein pandemischer Tsunami wird. Wenn die selbsternannte Flex des Bundeskanzlers davon spricht, er muss Wien vor einem Tsunami bewahren oder er möchte jetzt einen Wellenbrecher um Wien errichten, frage ich mich, aufgrund welcher Indizien, aufgrund welcher Zahlen eine solche Terminologie verwendet wird. Ich glaube, hat niemand Verständnis dafür, wenn man Probleme unter den Tisch kehrt. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, wenn man gemeinsam an Lösungen arbeitet. Also aus meiner Sicht hat dann da der Innenminister sicherlich seinen Finger auf die richtige Wunde gelegt. Und daher sage ich es noch einmal, ich lasse mir da jetzt überhaupt nicht ein, auf diese merkwürdige ÖVP-Kampagne einen Wahlkampf gegen Wien mit dem Coronavirus zu führen. Ja, Petra Stüber, was erleben wir da? Wien-Wahlkampf, Phase 1? Ja, ich würde sagen, das ist schon Phase 2. Phase 1 waren die Bundesgärten. Also es war ja schon mitten im Lockdown, als eben die Stadt Wien die städtischen Gärten offen gehalten hat, aber die Bundesgärten zugesperrt wurden. Da hat sich das ja schon angekündigt. Und jetzt geht's, also das ist jetzt dann Bund gegen Wien, das wird Brutalität, das denke ich schon. Also, und die ÖVP will ja was, die wollen ja wirklich eigentlich den Bürgermeistersessel erobern in der Stadt und da geht es irgendwie volle Bulle los, muss ich sagen. Also ob das jetzt gerechtfertigt ist, im Detail gibt es sicher, wie der Peter Hacker das darstellt, dass alles so super läuft, ist es jetzt auch nicht. Ja? Also es gibt schon immer wieder auch Kritik, dass das vielleicht mit diesem Contact Tracing nicht so ganz toll läuft, wie es sollte. Aber im Großen und Ganzen hat Wien das ganz gut gemacht und das ist natürlich, also sowohl, also die Vorwürfe finde ich jetzt schon übertrieben, um ganz ehrlich zu sein. Also diese Ausdrücke sind einfach, das ist too much, ganz ehrlich. Also das, was in den Theatern derzeit nicht stattfinden kann, haben wir hier auf offener Bühne erlebt. Ja, aber mit nicht ganz so guten Darstellungen. Aber dieser Konflikt zeigt schon, es ist vieles gelungen im Kampf gegen Corona, aber da liegt es an den Personen, an den Persönlichkeiten, die sich dann verhaken, natürlich mit dem Hintergrund der kommenden Wahl. Da bin ich kritischer als beim Gläschen des Herrn Bundespräsidenten, weil ich diesen Konflikt um die Öffnung der Bundesgärten einfach schlimm gefunden habe, zu Lasten der Wiener, die sich bewegen wollten, wenn man die Kinder gesehen hat und. Und da dann zu sagen, naja, das, weil der Eingang so eng ist. Also das war hanebüchern, das war durchschaubar, das war ein provozierter Konflikt, hat mir überhaupt nicht gefallen. Also der gehört nicht zu den Erfolgskapiteln. Gehört eigentlich die Budget-Performance des Finanzministers zu den Erfolgskapiteln dieser Tage und Wochen in der Corona-Krise? Naja, das ist schon eine beachtliche Situation. Im dichten Nebel dahin zu fliegen und nicht zu wissen, wo man ankommt, ist eine besondere Situation. Ich glaube, muss man ehrlicherweise sagen, ich kenne keinen Finanzminister der Welt, der das präzise bestimmen könnte. Was mir nicht gefallen hat, war, dass man die alten Zahlen einfach stehen hat lassen und hat gesagt, okay, das war halt einmal. Und was auch immer wir hinschreiben, es stimmt ja eh nicht.
Ja, so geht es sicher nicht, dass man jetzt noch einmal danach gebessert hat. Ich hätte als Verantwortlicher eines großen Unternehmens, Republik Österreich, zumindest drei Varianten vorgelegt, wie man es macht in einer Firma. Da sagt man, pessimistisches Szenario, normale Standardvariante und positiv. Da habe ich einen Spielraum, aber wissen tut ja niemand, was letztlich rauskommt. Aber dass ich sage, ich nehme nur die alten Zahlen, das geht natürlich nicht. Also da hat der Georg Weiland wirklich recht. Weil das Problem ist ja auch, wir wissen nicht, wir haben eine unglaubliche Menge an Arbeitslosen, wir wissen nicht, wie viele Leute aus der Kurzarbeit zurückkommen, ob es nicht auch verlängert wird. Wir wissen nicht, wie die Einnahmenausfälle sind, die sind nämlich massiv. Wir haben gestern ein Interview gehabt mit dem Steuerberater Gottfried Schellmann, der sagt, bis zu 30 Milliarden, manche Minus an Steuereinnahmen. Also da ein ordentliches Budget vorzulegen, da macht sich, muss man schon sagen, die Opposition natürlich auch demagogisch, populistisch leicht. Aber das wäre natürlich eine gute Variante gewesen, zu sagen, ich lege drei Szenarien vor. Also das gehört natürlich zum Spiel dazu, dass die Opposition so reagiert. Was natürlich schon spürbar und hörbar ist, ist, dass das Interesse Mitglieder dieser Bundesregierung, des Kabinetts Kurz II, also dass da das große Interesse und die große Akribie und die Leidenschaft nicht unbedingt für den Parlamentarismus da vorhanden ist. Ich glaube, das weiß, spürt man, merkt man, sieht man. Jetzt kann man argumentieren, der Herr Finanzminister hat auch andere Probleme zurzeit, muss in Brüssel einiges verhalten, vielleicht auch eine Fluglinie retten oder vielleicht auch nicht retten, wenn es zu teuer wird. Also da gibt es genug und offensichtlich hat er und offensichtlich haben sich auch seine Beamte nicht so sehr auf diesen Budgettag im Nationalrat vorbereitet. Das ist irgendwo zwischen verständlich und halt einer, wie gesagt, bisschen mangelndem Respekt vor Opposition und dem Hohen Haus. Aber muss man sagen, das ist leider Gottes in Österreich eine Tradition der letzten, würde ich sagen, Jahrzehnte, dass die jeweiligen Regierungen das Parlament mehr als Vorfeldorganisation verstehen und weniger als Ort, wo neue Gesetze oder neue Initiativen starten. Ja, der Umgang ist schon stillos, finde ich. Also das geht nicht, dass die das um 23 Uhr diesen neuen Voranschlag bekommen, das gehört sich nicht. Ja? Das tut man nicht. Und bei all den Schwierigkeiten, ich denke auch, dass es bei einigen guten Willen möglich gewesen wäre, das ein bisschen anders zu präsentieren. Aber da fehlt ganz offensichtlich der Wille, mit dem Parlament zu kommunizieren. Aber ich glaube, dass das Wasser relativ hoch steht, wenn ich mir anschaue, wie die Hilfsaktionen laufen und was wir Telefonate kriegen, Anrufe, Informationen. Es wurde versprochen, koste es, was es wolle, es wird schnell gehen, es wird unbürokratisch gehen. Und jetzt sind sehr viele Einpersonenunternehmen, kleine Unternehmen, die dastehen, um Hilfe rufen, in der Hoffnung, dass es erledigt wird. Und da sind noch sehr viele Staubkörner in den Maschinen. Ich glaube, da haben sie viel zu tun. Und auch die Wirtschaftskammer hat mit ihren 500, mit der Armada wegen der Kurzarbeit, das dürfte noch einigermaßen glimpflich sein. Aber wir haben Unternehmen auch angerufen, wenn ich zum vierten Mal einen Bogen ausfüllen muss, weil der auch immer wieder neu aufzusetzen war und noch immer kein Geld sehe oder weiß, wie viel und wann vor allem. Das ist ja der springende Punkt. Ich glaube, da wird die Regierung noch sehr, sehr viel zu tun haben. Ich finde auch, dass da hier die Vorgangsweise des Finanzministers hier nicht war, keine große stilistische Meisterleistung, und finde auch, dass es sich fügt in das doch schlampig abschätzige Verhältnis zum Parlament. Ich finde es auch vom Verhalten her etwas in sich nicht sehr konzis, weil immerhin hat der Finanzminister davon gesprochen, dass er sein Budget hat müssen in einen Papierkübel werfen, noch im März, und dann nimmt das wieder raus und präsentiert es dem Parlament. Grosso modo, ein paar Wochen vorher gibt Brüssel die Zahlen sehr wohl bekannt, und er verlangt auch von den Firmen, die du erwähnt hast, natürlich für das Gewähren von Zahlungen auch schon eine prospektive Leistung, wie denn das Unternehmen, wenn es Geld haben will, in den nächsten Monaten durch diese Krise kommen wird und ob es solide und stabil genug ist. Dasselbe gegenüber der Auer, da kann man dann natürlich nicht hergehen und ein Budget ohne Krise abgeben. Wir müssen auch unsere Budgets in den nächsten Monaten abgeben. Also ich könnte mir vorstellen, wenn wir ohne Krise und ohne Krisenszenarien, was die Ausgaben und Einnahmen betrifft, das vorlegen würden, würde man nicht lange dort sitzen. Und da kommt noch dazu, dass die Betroffenheit bei den Leuten eine sehr hohe ist. Denen wurde ja verboten, ihr Geschäft zu machen, monatelang, muss man sich vorstellen, wurde zugesperrt. Die Leute haben ja nichts dafür können. Das war aus
gesundheitspolitischen Gründen notwendig, ist okay. Aber für den Unternehmer war das ein Berufsverbot. Für die Mannschaft, die in vielen Klein- und Mittelbetrieben Leistungsträger sind, was mache ich mit denen? Kann ich die durch? Da ist die Kurzarbeit ein Instrument, muss man fairerweise sagen, das relativ rasch und gut gegriffen hat. Aber es sind auch erst von den versprochenen 12 Milliarden oder von den zur Verfügung gestellten 12 Milliarden offenbar ist eine halbe Milliarde an Geld geflossen. Also da ist schon noch viel Luft nach oben. Ich würde gerne noch über ein anderes Verhältnis sprechen, das sich offenbar gerade neu sortiert, und zwar über das Verhältnis zwischen Türkis und Grün in der Koalition. Anfänglich hat es ja so gewirkt, als wäre da eine große Harmonie, zumindest eine große Übereinstimmung da bei den Maßnahmen, die getroffen wurden. Und dann kommt der ziemliche Paukenschlag, wie ich finde, die Entmachtung des mächtigen Sektionschefs Christian Pilnacek im Justizministerium durch Justizministerin Alma Zadic. Und ich habe ein wenig den Eindruck, wir erleben eine Emanzipationsbewegung der Grünen gerade? Ja, oder man kann sagen, der Corona-Frieden ist endgültig vorbei. Der Koalitionsfrieden, der Schulterschluss, der totale, der ist vorbei. Und die Grünen haben offenbar, vor allem, glaube ich, die Ministerinnen Zadic und vielleicht auch Gewessler, die jetzt einige interessante Aufsichtsratsbesetzungen gemacht hat, zum Beispiel bei der ÖBB mit Brigitte Ederer, die haben, glaube ich, die Corona-Krise genutzt, haben sich eingearbeitet und die lernen gerade Macht. Also die lernen, die Grünen, was immer gesagt haben, die können das nicht und die werden sich anders benehmen und die sind keine klassische Partei, zeigen gerade, dass sie das auch können, das Machtspiel. Ist das gut oder schlecht? Ich persönlich habe das schon bei anderen Parteien verteidigt und finde das völlig normal, dass, oder vergleichsweise normal, wenn eine politische Partei oder eine Regierungspartei in staatsnahe Betriebe auch Vertrauensleute schickt und die können mitunter auch der eigenen Partei oder der eigenen Partei nahestehen. Wichtig ist, dass sie kompetent sind. Und das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall, dass das bisher alle Parteien gemacht haben, solange sie in der Regierung waren und kaum waren sie in der Opposition, von Umfärben und von politischem Schachern gesprochen haben, wissen wir, kennen wir. Jetzt passiert es gerade, jetzt regt sich gerade die FPÖ über die Grünen auf. Und beim letzten Mal, also vor nicht einmal 2 Jahren, haben sich die Oppositionsparteien über die Freiheitliche Partei erregt, dass sie ihre eigenen Leute in Aufsichtsräte schickt. Also das ist ein sehr interessanter Vorgang. Man kann es Reifeprozess, man kann sagen, negativ. Sie sind auch nur, die Grünen sind auch nur wie alle anderen. Sie wollen ihre Macht demonstrieren. Ich glaube, bei den Grünen ist auch noch ein zweiter Moment dabei. Also ich glaube, die Entscheidung Pilnacek ist ganz klar auch ein Signal ins liberale Lager, zu sagen, also wir räumen da mit dem Türkis Ministerium jetzt auf und säubern da und setzen eine eigene Duftmarke. Und dann eben auch mit der Entsendung von Brigitte Ederer, den ÖBB-Aufsichtsrat, habe ich den Eindruck, geht es auch ein bisschen ein Signal nach Wien, in die urbane Wählerschicht, in die SPÖ hinein, dass man sich mit SPÖ-Politikern anfreunden kann und quasi ein Angebot besteht an die SPÖ, ihr könnt auch mit uns ein Stück des Weges gehen. Und das ist natürlich für die SPÖ sehr gefährlich, wenn sie die urbanen Wählerschichten verlieren könnten, wenn die Grünen plötzlich eine Alternative werden, auch machtpolitisch ein verlässlicher Partner für die SPÖ. Es ist sehr interessant, was da gerade passiert. Übrigens in Wien, und dann höre ich schon auf, in der Regierung zwischen SPÖ und Grünen bröselt es auch gerade hinter den Kulissen. Da begehren die Grünen auch auf, blockieren Dinge, verweigern Zustimmungen bei angeblichen Kompromissen, die bereits erzielt worden sind. Also die Grünen werden da gerade kantiger. Stefan Wallner, der vorher beim Gesundheitsminister war, davor bei der Erste Bank, davor Bundesgeschäftsführer der Grünen, ist jetzt Kabinettschef von Werner Kogler. Manche werten das schon noch als Zeichen, dass es ein bisschen ruppiger wieder wird. Es geht ja natürlich auch um die Wien-Wahl. Und man weiß ja natürlich aus den vorhergehenden Regierungen, dass eine Vizekanzlerpartei immer eher die Schwachmatiker-Partei ist, die die nächste Wahl verliert. Also da wollen die Grünen offenbar vorbeugen. Aber es ist schon ganz interessant, also medial würde es natürlich ganz anders wahrgenommen werden, wäre das jetzt die FPÖ. Derweil machen die Grünen das, was auch unter der Haider-Partei das Gleiche war. Man sagt, man ist die Kontroll- und Oppositionspartei, sauber umfärben kommt bei uns nicht in Frage. Und dann sind sie eine ganz normale Partei, habe ich nie kritisiert, quasi, dass man an Schlüsselstellen natürlich auch Vertraute manchmal hinsetzen muss. Die Pilnacek-Entscheidung
fand ich, es ist wahrscheinlich richtig, diese Sektion wieder aufzuteilen. Er war der super Sektionschef, der durchaus auch einige Fehler gemacht hat, aber trotzdem ein großer Auskenner ist und ein brillanter Beamter. Das setzt mein Signal. Ich weiß nicht, ob das wirklich sehr sozialkompetent ihm gegenüber war, weil ich glaube, es ist schon wichtig für die Justizministerin, ihn und sein Wissen zu behalten dort. Also er wird, nehme ich an, sich für die Logistik wieder bewerben. Das ist eine Schlüsselstelle. Natürlich, er gilt als Türkiser, das ist für Sie ein gewisses Problem. Ich glaube, man hätte es ein bisschen eleganter lösen können, weil der sich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt, mit der er im Clinch ist, auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat in den letzten Jahren. Und die da jetzt aussteigt, als wären das die super Tollen, das finde ich ein bisschen problematisch. Also es gibt durchaus noch ein paar andere Dinge aufzuräumen, außer den Herrn Bilnacek zu entfernen. Aber ein Signal der Stärke der Justizministerin also ist es schon. Oder? Ich sehe es nicht ganz so kritisch. Ich denke, das musste sie machen. Ja? Einfach auch, um irgendwie quasi, wenn man so will, ihre Pflöcke einzuschlagen im Justizministerium. Sie hat ja schon im Vorhinein, ist ja schon kräftig sozusagen getrommelt worden, auch von den Pilnacek-Fans, und das geht nicht und der ist unverzichtbar und wenn sie das macht, dann ist sie tot. Und ich meine, auf sowas, also politisch tot, aber auf sowas, finde ich, kann sie sich in dieser Situation und dann in dieser Position nicht einlassen. Da muss sie ihre Entscheidungen treffen, und wenn sie zu dem Schluss kommt, so geht das nicht, dann muss sie das einfach durchziehen. Und ich finde, sie hat sich Respekt damit verschafft. Das würde ich schon so sehen. Respekt, ja. Höchstnote für Eleganz wird es dafür nicht bekommen. Wenn es darum geht, einen Pflock einzuschlagen und zu sagen, schaut her, wo die Macht sitzt. Und wenn man Pilnacek kennt, wie selbstbewusster ist und statusbewusster ist, war das ein sehr starkes Zeichen. Ich finde überhaupt, dass aber die Grünen, weil das zur Diskussion steht, keine schlechte Figur bisher machen. Wir haben andere Juniorpartner erlebt in Regierungen, die oft desaströs personell besetzt waren. Der einzige Lunacek ist zu spät auf den Zug oder auf den falschen Zug aufgesprungen und war dann wieder weg. Aber wenn ich mir den Anschober anschaue und andere, auch das Verhältnis Kurz-Kogler, das versteht ja der Bundeskanzler sehr geschickt, mit den jeweiligen Vizes ein sehr gutes, enges Verhältnis herzustellen, egal ob die blau oder ob die grün sind. Spannend wird natürlich zu sehen, wie Sebastian Kurz auf diesen Selbstbehauptungsakt jetzt dieser jungen Ministerin reagieren wird. Wir haben gehört, dass sie ihn, glaube ich, sehr spät informiert hat davon, von dem, was sie vorhat. Bis jetzt ist wenig nach außen gedrungen, also das wird noch spannend zu beobachten sein. In Summe finde ich es schon bemerkenswert, weil wir alle noch vor wenigen Monaten noch Zweifel gehabt haben, ob sie, diese junge Politikerin, diesem großen, mächtigen, großen Ressort gewachsen sein würde. Auch nachdem der Kanzler doch in den ersten Monaten doch ein paar Mal hineingegrätscht hat, auch in ihr Revier mit seinen Angriffen auch gegen die Korruptionsstaatsanwaltschaft. So gesehen war es vielleicht ein sehr effektvolles Revanche-Foul. Und ganz, ganz alte Römerin, eben Teile und Herrsche, hat sie dieses Prinzip durchgezogen und dabei noch charmant gelächelt und gesagt, es sei zu seinem Wohle. Also das war ganz solide Altpolitik. Also wir werden es beurteilen können, wenn sie entscheidet, wer es wird. Wenn das tatsächlich dann Pilnacek, einer der beiden Sektionen, nämlich die wichtigere, übernimmt, dann war das ja, so, wenn man so möchte, ein practical joke oder ein logischer Vorgang und auch ein bisschen eine Übung, sich den Applaus mit die Links abzuholen und dann erst den Herrn Pilnacek da wieder sitzen zu haben. Also dann war es eigentlich ein politischer Schachzug, der interessant war. Werden wir sehen. Gäbe es Corona nicht, hätten wir an diesem heutigen Abend sicher schon ausführlich über die Folgen dessen diskutiert, was genau vor einem Jahr passiert ist. Stichwort Ibiza. Ein rascher Blick zurück auf die wichtigsten Stationen einer Affäre, die die Republik erschüttert hat. Um Punkt 18 Uhr veröffentlichen der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung 6 Minuten aus dem sogenannten Ibiza-Video. Es ist Material, das den damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache schwer belastet. Einen Tag später tritt Heinz-Christian Strache als Vizekanzler und FPÖ-Chef zurück. Deshalb habe ich heute um 11 Uhr ein Gespräch auch mit dem Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz gehabt, wo ich
meinen Rücktritt von der Funktion des Vizekanzlers der Republik Österreich angeboten habe. Noch am selben Abend kündigt Sebastian Kurz die Koalition mit der FPÖ auf und Neuwahlen an. Genug ist genug. Innenminister Herbert Kickl wird auf Vorschlag des Bundeskanzlers von Alexander Van der Bellen entlassen. Daraufhin treten beinahe alle FPÖ-Minister geschlossen zurück. Am Tag danach gelobt Bundespräsident Alexander Van der Bellen das erste von insgesamt drei Übergangskabinetten an. Es soll allerdings nur 6 Tage im Amt bleiben. Der Tag der EU-Wahl. Klarer Wahlgewinner ist die ÖVP. Deutliche Verluste gibt es dagegen für die FPÖ. Trotzdem kann Strache ein Vorzugsstimmenmandat erreichen, auf das er aber später verzichtet. Der zweite Wahlverlierer ist die SPÖ. Noch am selben Abend kündigt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in einem mittlerweile berühmt gewordenen ZIP2-Interview an, einen Misstrauensantrag gegen Kanzler Kurz und seine Regierung im Parlament einzubringen. Und dann ist es soweit. Erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik wird eine Regierung vom Parlament per Misstrauensantrag aus dem Amt befördert. Schon am nächsten Tag enthebt Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Regierung Kurz ihres Amtes, um gleich darauf wieder eine Übergangsregierung anzugeloben. Der Rest ist Geschichte. Ja, und seit gestern Abend wissen wir, die Ermittler der Soko Ibiza haben jetzt das ganze lange Video vorliegen. Und nächste Woche nimmt der Parlamentarische Untersuchungsausschuss seine Arbeit auf. Aber was erwarten Sie alle denn von diesem Ausschuss, Hubert Patterer? Die politische Verantwortung, die politischen Konsequenzen sind damals schon gezogen worden. Kann da noch was auskommen? Das ist fraglich. Ich glaube, politisch ist wenig im Fall selbst alles ausgeleuchtet. Die handelnden Personen sind aus der Politik ausgeschieden. Einer davon versucht, noch einmal zurückzukehren. Die Wähler werden darüber urteilen. Spannend ist noch eher noch die rechtliche Komponente, was rechtlich an rechtlichem Substrat von den Äußerungen vom Gesagten übrig bleibt, aber auch auf der anderen Seite, die meines Erachtens auch ausgeleuchtet gehört, was denn wirklich hinter diesem Abhörmanöver steht und wie und was davon auch rechtlich und möglicherweise auch an krimineller Dimension übrig bleibt. Und politisch ist der einzige interessante Seitenstrang die Casino-Affäre, ob da noch neue SMS daherkommen und ob die Frage, ob man sich in diesem Land tatsächlich Gesetze ausdealen und erdealen und erkaufen kann. Aber ganz interessant ist schon, dass Heinz-Christian Strache die letzten Monate über nicht müde wurde zu sagen, diese paar Minuten, die man da sehen würde, die würden ihn zu Unrecht belasten. Man müsse doch das ganze Video eigentlich endlich sehen, dann wüsste man, dass da nichts dran sei. Jetzt gibt es das ganze Video, jetzt will er plötzlich nicht mehr, dass es veröffentlicht wird. Also was dürfen wir uns da alle, was dürfen wir da hinein interpretieren in diese ganze Geschichte? Das ist großartig, also es ist so wahnsinnig, es ist wirklich einfach Live-Kabarett, diese Aussage, weil er war offenbar so sicher, dass das nie das Problem werden könnte oder dass dieses Video nie auftaucht. Aber dass das jetzt tatsächlich da ist und dass es womöglich in einem Urschuss irgendwie gezeigt wird, hineingeschaut wird, was auch immer, lässt tief blicken, lässt auch ungefähr ahnen, was da sonst auf dem Video möglicherweise drauf ist. Also vielleicht wird das die Blamage noch viel größer für ihn. Vielleicht, wie er ja argumentiert, und das ist natürlich der ernste Punkt an der Sache, wenn es stimmt, dass er dort wüste Gerüchte über Personen der Republik, über Politiker verbreitet, über einen ÖVP-Chef, über einen SPÖ-Chef, dann muss man natürlich auch sehr vorsichtig sein, weil wenn man jede krude Verschwörungstheorie auf einem Wirtshaustisch, die zufällig irgendjemand mit dem iPhone filmt, dann veröffentlicht würde, und da wäre ich dann schon sehr vorsichtig, weil da sind dann die Kollateralschäden, glaube ich, gehörig. Ja. Aber wo könnte der Erkenntnisgewinn jetzt noch liegen? Ich glaube nicht, dass ein großer Erkenntnisgewinn noch kommen wird. Ich glaube eher, da ist der Herr Strache, der ja jetzt doch für die Wien-Wahl kandidiert, der am 11. Oktober ist, dass er sich wahrscheinlich erwartet hat, dass unter Corona auch diese Ibiza-Geschichte verschwinden wird. Und für ihn ist natürlich unangenehm, dass das Ganze wieder aufgekocht wird. Beziehungsweise es werden ja doch viel andere Dinge auch noch auftauchen, abseits des Ibiza-Videos. Diese ganze Spesenaffäre wird wahrscheinlich die FPÖ natürlich auch nicht müde werden, das jetzt weiterzuspielen, um ihn zu beschädigen, damit er ihnen möglichst wenig Stimmen wegnimmt bei der Wien-Wahl. Also wenn einer nichts gelernt hat aus der Ibiza-Affäre, dann ist es offenbar
Strache selbst, du hast es bezeichnet als kabaretthaft, es ist unfassbar, die Auftritte, wenn man das sich vergegenwärtigt, wieder erinnert, was er dort gesagt hat. Und so betrunken oder so high kann man eigentlich gar nicht sein. Da ist zu viel Substrat dahinter gestanden, wie jemand denkt. Und wenn da noch die Bemerkungen, die angesprochenen, hinzukommen. Das Land Österreich, glaube ich, hat schon gelernt und hat gezeigt, dass wir eine beachtliche Stabilität haben, wenn man die Vorfälle jetzt in der kurzen Chronologie sich vergegenwärtigt, was soll das passiert ist, Übergangsregel, und es ist immer noch ein stabiles, ordentliches, lebenswertes Land. Das ist beachtlich, nur der eine hat es halt nicht ganz mitbekommen und glaubt, er ist immer noch auf dem Mond, aber er ist auf dieser Welt. Aber könnte aber ins Rathaus einziehen, dennoch. Ja. Ich halte es nicht für ganz aus, in den Gemeinderat, ja, trotzdem, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen. Der Gemeinderat ist im Rathaus, aber trotzdem, man klingt so, als wäre er Bürgermeister. Nein. Und jetzt muss man auch mal ganz kurz die Kirche im Dorf lassen, weil das vorher gefallen ist, dass die ÖVP gerne den Bürgermeister stellen würde. Ja, träumen kann man ja vieles, aber eins, glaube ich, aus heutiger Sicht, wenn man sich die Umfragen und die Strategien und die Taktiken anschaut, eins steht fest, also, dass dem Michael Ludwig ernsthaft ein Gegenkandidat noch kommen wird, der Chance hat auf das Bürgermeisteramt, den sehe ich weit und breit nicht. Naja, die ÖVP wird schon ordentlich dazu gewinnen. Und ja, wenn man sich jetzt überlegt, es ist jetzt nicht denkunmöglich, dass man sich mit den, wenn die Grünen halbwegs gut abschneiden und mit den Neos zusammenschließt, dann ginge es. Es ist sich in Umfragen schon rechnerisch. Aber Neos und Grüne werden da nicht dabei. Also in Umfragen ist es gerade nicht so. Und selbst wenn es sein sollte, halte ich es für völlig ausgeschlossen. Ja, okay. Weil warum sollten die Grünen, warum aber versuchen wird man es ja wohl noch dürfen. Und ich denke schon, dass die ÖVP das durchaus probiert. Mhm. Aber um auf den Herrn Strache zurückzukommen, es ist halt, ich finde halt, das Problem ist, dass es jetzt nicht nur, es ist jetzt, ja, es ist die Person Strache, die vieles personalisiert, aber das ist schon auch bedenklich für eine immerhin im demokratischen Bogen sich befindliche Partei wie die FPÖ, die das ja alles Jahre und Jahrzehnte lang mitgetragen hat. Und das sollte man schon auch nicht vergessen. Ja, also das ist sozusagen, da geht es um eine politische Hygiene, da geht es um eine Rechtsstaatlichkeit, da geht es um all diese Dinge. Es wird keine Smoking Gang geben im Untersuchungsausschuss, aber ich denke schon, dass man das ordentlich aufarbeiten muss und dass man noch einmal ordentlich darüber sprechen muss. Wir als Kronenzeitung werden das sicher nicht übersehen. Das wird uns jeder glauben. Auf der anderen Seite, was angesprochen wurde, was rauskommen kann. Politische Konsequenzen haben wir ja erlebt, aber ich glaube, es wird im Umfeld schon das eine oder andere geben, was uns Medien sehr beschäftigen wird, wenn ihr an die Entscheidungsfindung bei der Personalauswahl, bei den Machtverhältnissen, bei den Mehrheitsverhältnissen anlangt. Das ist wieder hygienisch, politisch hygienisch spannend und interessant. Und da würde ich nicht ausschließen, dass das eine oder andere noch Bomberl explodiert. Aber wenn wir jetzt auch gesehen haben, sozusagen, oder nachlesen konnten, die Begleitumstände des Auffindens dieses Videos, wird in Ihrer Meinung nach jemals restlos geklärt werden können, wer mit welchem Interesse tatsächlich diese ganze Aktion überhaupt ins Leben gerufen hat oder wer wirklich dahinter steckt? Nein. Finstere Mächte. Nein, finstere Mächte. Wir werden es nie ganz ausschließen können. Aus heutiger Sicht legt sie es eher da oder stellt sie es eher da, als wäre es eine Aktion von Kleinkriminellen, die unfassbares Glück hatten. Aber es wird immer noch die Theorie geben und vertreten werden. Und die spricht natürlich auch aus, dass es natürlich Geldgeber entweder vor dem Video oder dann zumindest später gegeben hat. Und davon würde ich jetzt beim zweiten Mal sogar ein bisschen ausgehen, dass es Geldgeber gegeben haben, die in irgendeiner Weise dafür aufgekommen sind, dass die dieses Video an Medien übergeben haben. Mhm. Ist das relevant eigentlich, wer da wirklich dahinter steckt? Oder ist eigentlich ich finde schon. Und ich finde es auch, dass man diese Medaille, diese Seite der Medaille nicht romantisieren sollte und auch nicht heroisieren sollte, wie das derzeit auch passiert, auch vor allem im Umgang jetzt mit dieser doch Schlüsselfigur auch des sogenannten Oligarchen-Nichte, deren Foto jetzt zur Fahndung ausgeschrieben wurde, die sich bisher entzogen hat. Und da spüre ich schon, dass es so einen starken ideologischen Blick darauf gibt, nicht, dass man fast sagt, diese Person muss man schützen und unter Schutz stellen und darf
darf sie nicht an den Pranger stellen, weil sie hat ja mitgeholfen, dass es die Freiheitlichen nicht mehr gibt. Und alles, was die Freiheitlichen zu Fall bringt, ist per se schützenswert und gut. Ich finde nicht gut, was da passiert ist von den Methoden, die hier angewandt wurden, und eignen sich aus meiner Sicht nicht für eine moralische und ideologische Überhöhung. Und von daher finde ich es gut, dass man auch hier hineinleuchtet. Das war auch der Grund, warum wir nach einer heftigen Diskussion uns entschlossen haben, dieses Foto nicht zu verpixeln, weil für diesen Sonderschutz aus unserer Sicht kein Anlass besteht. Das war bei uns genauso. Ja. Gibt es unterschiedliche Haltungen dazu? Es war ein schönes Schlusswort. Ich darf mich bei Ihnen allen sehr bedanken. Schön, dass Sie wieder mal bei uns waren, in Person. Hat mich sehr gefreut, Sie alle wiederzusehen, meine Damen und Herren. Danke auch, dass Sie dabei waren. Bei uns geht es jetzt gleich weiter mit der letzten Tafelrunde vor der Sommerpause. Auch Gerald Fleischhacker ist mit seinen Gästen wieder zurückgekehrt hierher ins Radio Kulturhaus und widmet sich gleich der tabulos satirischen Betrachtung des aktuellen Geschehens. Viel Spaß dabei und bis nächste Woche um diese Zeit wieder hier in diesem Sender.